ist Ömer ein Geweihter des Fakes? Nicht, dass ich wüsste, außer er hat irgendwelche Geheimnisse vor uns. Aber nein, nein, kein Geweihter. Ja, Fex-Geweihte treten nicht unbedingt öffentlich auf. Bin ich mit Isarun und Abelmir alleine? Wenn du möchtest, ja. Also wenn du sagst, du willst immer irgendwo alleine sein, normalerweise geht das eigentlich immer. Gut, ja, dann setze ich mich mit den anderen beiden Magiern zusammen. Und nun kein Geweihter, nein, doch. Nun, ich glaube zumindest, er hat eine gewisse Gabe. Tatsächlich. Weit nicht so ausgebildet wie wir. Nein, nein, keineswegs. Doch ich würde euch empfehlen, nicht Hellsichtsmagie in nächster Zeit einzusetzen. Das wird sich einrichten lassen. Wie gesagt, die astralen Kräfte sind ja fast nicht mehr vorhanden im Moment. Aber eine interessante Beobachtung, die ihr dort gemacht habt. Und sobald ihr wieder in eurer Akademie seid und Zugriff auf eine Bibliothek habt, ich glaube, das Thema nannte sich Tekladur. Vielen Dank, Magister. Kein Problem. So etwas passiert, wenn man in Quellen hineinschaut, die zu hell sind, als wenn man direkt in die Sonne blickt. Gewiss, ja. Und ich flüstere jetzt noch leise beiden ins Ohren. Und es scheint, dass diese Quelle unser werter Herr Geweihter ist, mit dem wir reisen. Er hat Geheimnisse. Ihr meint, er ist kein Mensch? Nun, ich habe noch nie davon gehört, dass ein Mensch so viel Astralenergie in sich trägt. Es Wenn er könnte kein natürlich verhüllter Meister irgendein ist. drachisches Artefakt sein. Immerhin, wenn Ömer nicht ausgebildet ist, wie will er dann Formen unterscheiden? Es ist möglich. Nun, er ist erblindet. Wenn wir den Geweihten nicht fragen oder selber untersuchen, werden wir es wohl nicht erfahren. Doch, nun, wir sollten misstrauisch bleiben. Wenn er Außerdem bin ich genügt. sowieso ein wenig skeptisch, wie weise es ist, ein Artefakt, mit dem man Drachen töten kann, in die Hände eines Drachen zu geben. Herzog Bernfried scheint Alpep zu vertrauen und damit auch Dracodan von Misaquel. Und sein Urteil ist mir gut genug. Nun, doch so ein Drache lebt weit länger, als wir Menschen es tun. Wer weiß, was sich in einigen Jahren, einigen 100 Jahren tut. Sagt dieser Drache, den wir in Yolgomax sahen, ist wahr? Heißt es nicht, dass er der leibhaftige Sohn von Apep ist? Ihr wisst schon, dieser schwarze Drache bei diesem Turnier. Lässern kann. Ich habe nichts über ihn rausfinden können. Ich habe in der Bibliothek von Yolgomak nachgelesen. Ich habe etwas über den untoten Drachen herausgefunden, weshalb er nun paktiert und immer noch existiert. Mein Ratzesor jetzt. Genau. Die Geschichte, die ich gelesen habe, behauptet, dass sein Karfunkel schon vor langer Zeit gestohlen wurde und angeblich von Zwergen irgendwo verwahrt wird, dass die Seele nicht von dem Erzdämonen geschnappt werden kann. Das würde viel erklären, warum er Das so würde lange erklären, warum er Jahrhunderte mit dieser Krankheit überlebt hat. und warum er jahrhundertelang im Dienste der Herren der Untoten stand Ja, und vor immer allem noch das lebt. hat die Paktiere dort interessiert, wie der Drache es geschafft hat, so lange im sechsten Kreis zu sein, ohne nun verschlungen zu werden. Ihr meint, wenn man diese Kugel und wie hieß diese Waffe? Karfunkelspalter? Karfunkelspalter, genau so sagte er. Man könnte damit Ratasor vernichten, aber damit bräuchte er seinen Karfunkel wieder, oder? Um ihn zu spalten. Nun, so wie ich es verstanden habe, hat er seinen Karfunkel nicht mehr, weshalb seine Seele nicht verschlungen werden kann.
Entweder man müsste seinen Körper vollständig vernichten oder den Karfunkel finden und ihn zerstören. Wo könnte eine solche Bestie seinen Karfunkel verstecken? Sie müsste sehr gut getarnt sein, weil allein die magische Reststrahlung, die dieser Karfunkel ausstrahlt, sollte für einen geübten Hellsichtmagier leicht erkennbar sein. Das ist mir unbekannt. Es stand nur, dass die Zwerge ihn entwendet haben. Möglicherweise ist sie durch göttliches Wirken auch verborgen. Ihr meint, die Götter schützen den Karfunkel dieses toten Drachen? Ja, um zu verhindern, dass seine Seele in die Niederhallen fährt und die Dämonen stärkt. Möglicherweise. Aber das macht doch gar keinen Sinn. Warum sollten die Götter einen Herrscher der Schwarzen Lande stärken, beschützen? Nun, das ist ein Thema, über das man sich viel philosophieren kann. Nun, wer von Unsterblichen kann schon die Wege der Götter ergründen? Das ist wohl wahr. Es wäre vermessen von uns, zu glauben, wir könnten irgendetwas wirklich interpretieren. Wenn Drachen aber wirklich wiedergeboren werden, so wie Ihre Gnaden das sagte, vielleicht ist es auch eine Maßnahme, um genau dies zu verhindern, in einen stärkeren, mächtigeren Leib. Die Seele eines Kaiserdrachen in den Händen eines Erzdämons, der diesen Drachen wiederbeleben kann, vielleicht sogar als vollwertigen Dämon. Das ist eine Vorstellung, die ich nicht weiter verfolgen möchte. Die Auswirkungen wären katastrophal. Ja, das ist in der Tat wahr. Gab es nicht in den Legenden der frühen Borbradianischen Kriege auch einen schwarzen Drachen? Ich glaube, mich erinnern zu können, in Roalds Schriften, beziehungsweise denen seiner Schüler, etwas von einem schwarzen Drachen gehört zu haben. Ist es der gleiche möglicherweise? Es ist durchaus möglich. Wie ich es verstanden habe, sind Kaiserdrachen für gewöhnlich nicht von schwarzer Farbe. Und es gibt gewisse Theorien, dass es sich um den gleichen Drachen handeln könnte. Das ist jetzt knappe 500 Jahre her. 400 Jahre, wenn ich nicht recht täusche. Eine kurze Spanne im Leben eines Drachen. Wer weiß, wie lange dieses Ding schon lebt. Zu lange. Und wenn Bobarat... Es hieß ja bei den Gezeichneten, dies war nicht seine erste Erscheinungsform. Meint ihr, dieser Drache lebt schon seit Äonen und begleitet den Sphärenschänder immer wieder? Nein, das kann nicht sein. Seit Äonen wahrscheinlich noch nicht. Aber die Möglichkeit besteht. Wer weiß das schon bei Drachen? Nun, vor allem, wenn Nekromantin mit einbezogen ist. Wenn man sich vorstellt, dass Drachen, je älter sie werden, stärker werden. Bei den Göttern. Nun, dann hoffen wir, entweder wir begegnen ihm nicht in nächster Zeit oder er ist noch nicht zu stark. Wir sollten uns jetzt schlafen legen. Es wird, glaube ich, morgen ein anstrengender Tag im Gebirge. Ja, ich denke auch. Ich denke, ich werde die erste Wache übernehmen und euch dann wecken, periodisch, damit ihr nicht zu viel Rast bekommt. Und wie gesagt, solltet ihr noch Reserven haben, solltet ihr noch Kraft haben, solltet ihr sie verbrauchen. Gut. Ein guter Ratschlag, ja. Ich werde ab Mitternacht wachen. Dann könnt ihr zur Ruhe kommen.
Gut. Ich denke, einige Heilzauber können wir gut noch vertragen. Vielleicht solltet ihr euch um Ignar kümmern. Mir scheint, seine Seele ist schwer getroffen. Ihr solltet mit ihm reden. Ich werde auch mein Möglichstes tun, um seine geistige Gesundheit zu bewahren. Nun, er ist ein Angroschim. Ich denke, er wird durchkommen. Das ist eine Aufgabe. Es ist nie leicht, jemanden zu verlieren, einen Kampfesgefährten. Gerade nicht. Die beiden scheinen sich nahe gestanden zu haben, Schüler und Lehrmeister. Ja, ich werde mit ein wenig mit ihm reden. Ich werde die Amazonen fragen, ob sie vielleicht etwas Bier haben. Vielleicht muntert ihn das auf. Eine hervorragende Idee. Zwerge lieben Bier. Ja, das tun sie. Ja, eine gute Idee. Und wenn ihr fragt, vielleicht hören sie auch zu. Deswegen habe ich das vor. Also gut, werte Kollegen. Damit stehe ich dann auf und gehe mal zu Ignar. Ignar sitzt, hat den Beutel fest umklammert mit der Asche von Torgosch. Sitzt und schaut einfach diesen Beutel an, gar hypnotisch. Ah, Iolaos, da seid ihr ja. Ignar, ich setze mich direkt neben ihn, lege ihm wieder eine Hand auf die Schulter. Wie geht es euch? Gut. Wie geht's Abel mir? Wie geht es mit der Krankheit voran? Er wird durchkommen. Gut. Ein Freund zu verlieren ist genug. Ihr werdet in nächster Zeit keinen weiteren verlieren und so Angrosch es will, auch für die nächste längere Zeit nicht. Doch sagt, wie weit seid ihr mit euren Liedern gekommen? Ja, ich überlege, was kommt ihm gleich? Welcher Heldenepos ist genug? Hab nie aufgepasst. Diesen Dingen muss mich vielleicht mal mit einem Barden zusammensetzen, einem Heldensinger. Kennt ihr da jemanden? Nun, ich bin mir sicher, wir werden einen auftreiben können, eine schöne lange Ballade. Ja, ich denke, das wird Torgosch gefallen. Eine gute Idee. Du merkst wieder, er fängt an zu schweigen und schaut wieder ganz hypnotisch auf diesen Beutel. So, lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Erzählt mir, wie habt ihr ihn kennengelernt? Wo habt ihr ihn kennengelernt? damals in Solosch. Eine lustige Geschichte. Sie damals, ich habe gerade mein erstes Schmiedestück fertiggestellt. Ich habe meine Prüfung bestanden. Es war ein Meisterwerk. Vielleicht nicht ganz so meisterlich wie das von meinem Bruder, aber kann man erwarten. Ich war stolz. Wahrlich. Wollte meine erste Reise außerhalb von zu Hause machen. Und da kommt er an mich herangeschritten. Mutig. Ich konnte es ihm schon damals ansehen. Sagt er, Junge, komm mal heran. Du, wo willst du hin? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ein Held Zorlosch will mit mir sprechen. Ein wahrer Drachenjäger. Ich komme gar nicht dazu, irgendeinen wahren Satz zu sprechen. Ja, ich nach draußen, mein Herr, nach draußen. Die Jagd nach Drachen. Laut fängt er an zu lachen. Sagt, nach Drachen? Dann bist du an den Richtigen geraten. Komm her, wir gehen los. Erst am nächsten Abend war mir klar, dass ich auch noch bezahlt werde. Wir hatten das gar nicht abgesprochen. Aber großzügig hat er mich bezahlt. Guck mal, und du merkst, Ignar greift unter sein Bett und holt einen gar wirklich großen Sack mit Dukaten hervor. Was mache ich denn jetzt damit? Ich wollte sie sparen. Oh, jetzt weiß ich nicht mehr wofür. Na, das ist doch nicht schwer. Ich hab sie alle gespart. Ihr singt das Lied von Torgosch, das Lied von der Drachenjagd. Nun, ihr seid auch ein Drachenjäger. Richtig. Vielleicht kann ich
mein Freund. Sie einer Angroscha, ein schönes Stück, einer Angroscha schenken. Unser erster Sohn, er könnte Torgosch heißen. Das ist eine gute Idee. Ja. Du wirst eine gute Frau finden. Und du sagst, du hast die Schmiede gelernt. Ja, natürlich. Jeder von uns lernt die Schmiede. Ich bin nicht der Talentierteste, aber es war ein gutes Stück. Gutes Stück. Er holt die Axt hervor. Die Idee. Wäre es nicht eine gute Idee, im Andenken für Torgosch einen Speer zu schmieden? Ein Speer, auf den er stolz sein könnte. Mit dem eins euer Sohn jagen kann. Ja, natürlich. Mein Sohn, der Drachenjäger. Ja, so werde ich dich ehren, Torgosch. Dein Name wird weiterleben. Auch wenn du keine Kinder haben magst, meine werden sich an deinen Namen erinnern. Das werden sie. Ignas Gemüt, auch er lächelt wieder. In seinem Kopf schmiedet er schon Pläne. Ich werde die beste Angroscha finden. Die beste Angroscha. Danke, Iolaos. Und er legt dir den Arm auf deinen Arm und fällt dann so langsam an deiner Schulter, bricht er zusammen und fängt an zu schlafen. Ja, kurz bevor er einschläft, hole ich noch etwas aus meiner Tasche hervor, reiche es ihm hier, damit ihr auch beweisen könnt, dass ihr ein wahrer Drachentöter seid, und gebe ihm eine Schuppe von dem Perldrachen, die ich mir eingesteckt habe. Danke. Er legt sie in seine Brust und schläft dann an deiner Schulter ein. Derweil bei Isarun. Isarun hat sich auf den Weg zu den Amazonen gemacht. Jedenfalls denen, die vielleicht jetzt noch Wache halten oder sich vielleicht zusammensetzen zu Abendessen. Ja, wenn du dich ein bisschen umfragst bei den Amazonen, dann wird man dir wohl sagen, dass Talgra gerade als Weibelin, wenn man so sagen möchte, dir zu Rat und Tat stehen könnte, hat gerade Wache am Tor. Du könntest auch mit der Rittmeisterin sprechen, die Amazone Antiarna. Das ist dir überlassen. Die anderen haben wenig. Ich würde mit der Weibelin Talgra sprechen. Mhm. Gut. Ja, findest du dann vorne am Tor, kannst dann ein eigenes kleines Süppchen oder sowas essen. Wirklich viel ist in den Bergen dann nicht so los, also das ist dann sehr einfache Kost. Und dann kannst du über die Treppe nach oben zu Talgra gehen. Rondra zum Gruß. Was kann ich für dich tun? Wir haben gerade einen sehr schweren Kampf hinter uns gegen das Gezücht aus dem Süden, das untote Drachengezücht. Und nun, wir haben einen Kampfgefährten verloren, einen sehr tapferen Mann, muss man sagen. Sind Sie schon so weit in Richtung Norden vorgestoßen? Ist Bereinefurten bereits gefallen? Nein, das nicht. Das scheint ein einzelner untoter Drache gewesen zu sein, der einen anderen gejagt hat. Einen Verbündeten Apeps. Ja, die gibt es hier zuhauf. Ein jeder ist uns willkommen. Sie sind aber weniger geworden. Auch Sie haben Verluste erlitten in den Schlachten der vergangenen Jahre? Wie wir alle. Was kann ich für dich tun, Schwester? Nun, ich hatte mich gefragt, ob ihr vielleicht etwas Bier gebraut habt, damit, der Gefährte des gefallenen Kampfbegleiters ein wenig aufgemuntert wird. So, als Zwerg lässt man sich von so etwas gerne erheitern. So etwas wie Bier haben wir hier nicht. Wir handeln nicht mit den umliegenden Dörfern im Norden oder im Süden. Das Einzige, wir sind Selbstversorger. Desir Gilia legt keinen Wert darauf, dass wir an die Außenwelt treten. Es tut mir leid für euren Herrn Zwerg, dass wir ihn nicht mit Alkohol füttern können. Das ist in Ordnung. Er wird es verschmerzen. Es hätte nur sein Herz etwas leichter gemacht. Der Alkohol macht Männer schwach. Lässt ihre Triebe hervorkommen. Warum zieht ihr mit ihnen? Sind sie deine Untergebenen? Nein. Aber wir sind auf einer Mission zusammen und der Herzog hat uns
zusammengebracht. Der Herzog. Mhm. Na, manchmal kann man seine Begleiter sich nicht ganz aussuchen. Das ist wohl wahr, aber für den größten Teil scheinen es ehrbare Leute zu sein. Das Herz am rechten Fleck. Nun gut, wenn ihr mit Draco da anzieht, dann wird dem wohl so sein. Davon gehe ich aus. Hab Dank für eure Zeit. Wenn ihr morgen den Götterdienst begeht, würde ich gerne teilnehmen. Ihr seid herzlich eingeladen. Natürlich. Ja, vielen Dank und eine geruhsame Nacht. Ebenso, Schwester. Dann steige ich die Treppe wieder hinunter und gehe zurück in die Hütte, um mich schlafen zu legen. Möchten Ömer und Jarle noch irgendetwas besprechen in der Zeit, wenn sich der ein oder andere mal verabschiedet, irgendwann weg ist? Jetzt gerade nicht. Ömer sitzt einfach nur und hat den Kopf irgendwo gegen gelehnt und hofft darauf, dass es irgendwann weggeht. Hat natürlich auch die Binde vor den Augen und ja. Ich schaue ab und zu mal nach ihm, aber ich habe gerade nichts, was ich dem Blinden antragen will. Irgendwann kommt mir irgendwann und dachte, ich müsste mal austreten, aber wie macht man das, wenn man blind ist? Komm, ich helfe dir. Warte, hier geht's raus. Danke, hoher Herr. Gut, wir bringen das also eher schlecht als recht hinter uns. Und dann werden wir uns wohl auch schlafen begeben, denke ich. Ich weiß nicht, ob immer schlafen kann, aber... Oh, das war nicht die Kugel, sagt immer dann, wenn wir draußen sind, am Baum. Nicht das die war Draco dann. Was meint ihr? Ich war vielleicht nie ganz ehrlich. Ich hab eine Begabung irgendwann mal wohl von Hesinde, Mada, wie auch immer, bekommen. Ich kann Dinge sehen, ob sie magisch sind oder nicht. Und ich habe mir Draco da angeschaut, weil er mit euch so komisch geredet hat, weil er euch gesagt hat, von wegen, ja, hier, Saapel duldet auch keine anderen Menschen außer die Amazonen. Und er kann kein Mensch sein. Und wenn er kein Mensch ist, was ist er dann? Das ist eine ziemlich starke Behauptung. Ich kann euch zumindest sagen, als ich ihn angesehen habe, war es wie, als wenn ich in die hellste Preisscheibe geschaut habe, die ich jemals schauen kann und ohne weggucken zu können in der Sekunde. Nun gut. Sei vielleicht in Zukunft etwas vorsichtiger damit. Das habe ich noch nie erlebt. Normalerweise ist ein leichter rötlicher Schimmer, den ich dann irgendwo leuchten sehe, über Dinge, die magisch sind. Das klingt in etwa wie das, was die anderen Magier auch beschreiben. Ja, das entspricht dem Kantus, den sie als Odem Arcanum bekennen. Also, die Magier. Nun bist du nicht der Erste, der seltsame Magie entwickelt. Vor allem nachdem wir in den Schwarzen Landen waren, aber... Lass die Magister da mal ein Auge drauf haben, nur so für den Fall. Ich konnte das schon lange vor den Schwarzen Landen. Noch bevor wir uns getroffen haben, vorher. Damals konnte ich... Und du hast mir nicht davon erzählt, weil... Was soll ich denn sagen? Ich kann Dinge sehen, ob sie magisch sind. Die meisten Leute denken dann ja, du bist ein Bettler, halt den Mund. Du kannst viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Also sage ich gar nichts und... Ich war mir auch nie so sicher. Ich muss ja auch erst sagen, dass ich erst durch die Magie hier überhaupt verstanden habe, wie Magie wirklich funktioniert. Meister Iolaus hat mir... die letzte Zeit auch beigebracht, was man alles über Magie wissen kann. Und erst überhaupt dieses Wissen hat mich dazu gebracht, dass ich überhaupt auch was sagen kann, dass es der Kantus des Odem Arcanum ist, der so ähnlich wirkt. Nun immerhin scheinst du der Göttin, die dir deine Gabe verliehen hat, Ehre zu machen. Das ist schon mal viel wert. Aber verschweig mir so etwas in Zukunft nicht mehr, ja? Heißt es, ich soll noch mehr erzählen? Hast du denn noch mehr zu erzählen? Ich kann Leute durch Wunden auflegen und durch Bitten der Göttin Perreine heilen. Ich kneif kurz die Augen zusammen und massiere mir ein bisschen die Schläfen. Mhm. Immer wir alle müssen Bescheid wissen, wenn seltsame oder weniger seltsame Magie in unserer Nähe wirkt. Das ist wichtig.
Aber ich habe das doch all die Jahre nie gemacht, weil. Ja, weil ich mir auch nicht ganz so sicher bin. Und manchmal, in manchen Kämpfen ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass ich sehr hektisch werde. Also über den Drachenkampf, da habe ich das Gefühl gehabt, das Herz schlägt mir im Hals und alles geht wahnsinnig schnell. Nun, das geht uns allen, aber es war so. Okay. Nun gut, unterhalte dich mit den Magistern darüber. Nur so für den Fall der Fälle. Und während es vielleicht besser ist, es nicht jedem auf die Nase zu binden, würde ich es zu schätzen wissen, in Zukunft immer solche Dinge Bescheid zu wissen, bevor wir uns 2 Jahre lang kennen. Ich hatte ja auch gedacht, dass es nie wichtig wird. Ja. Nun gut, gehen wir rein. Ich sehe, da hinten kommt dieser Hund schon wieder. Immer nickt, auch wenn er dich nicht sehen kann. Vielleicht nickt er auch in die falsche Richtung oder nur in die Richtung, von der er glaubt, dass du sprichst. Und folgt dir wieder rein. Beziehungsweise wahrscheinlich von dir geführt. Ja, ich packe dann so halb gestemmt, halb getragen und dann geht's wieder rein.